Interview und Analyse zum siebten Rennen. Siebte Rennen des Tages, erste Zuchtrennen im Rennjahr 2024 mit dem Präsidentenpreis. Ihr habt Angel Face im Bewerb, 8 Teilnehmer im ersten Band ist eine Herausforderung. Aber eigentlich habt ihr noch die beste Ausgangslage. Angel Face muss da halt mitspielen. Ja, genau, ja. Wie du sagst, ein Bänderstart, 8 Stück aus einem Band ist schon sehr, sehr schwer. Aber natürlich von den Linksdrehern haben wir die beste Nummer. Also im Rennen die Startnummern 1 bis 3 und die 8 sind natürlich die besten Nummern. Robert hat gemeint, Bänderstart sollte kein Problem sein. Das eine Mal kann ich mich erinnern, am 14.04. da gab es dann doch Schwierigkeiten, dass sie nicht so gut weggekommen. Auch bei ihr, vielleicht wie beim Bollinger Mehl, guter Tag, dann funktioniert's. Na gut, ich muss sagen, letztes Mal im Bänderstart, da waren wir so, ich glaube, sind 5 Teilnehmer schlecht weggekommen. Das Kommando ist ein bisschen schlecht eingesetzt worden und darum kamen die meisten nicht so gut weg. Das heißt, du denkst auch, Bänderstart sollte für Sie vielleicht sogar ein bisschen besser sein als das Autostart? Ich denke mal schon, ja. Da ist ein bisschen ruhiger, relaxter, da ist nicht so heftig vorm Rennen. Und da kann man einen Schritt fahren im Band, was ihr auch zugute kommt. Und ich denke mal, das Bänderstart ist schon für ihr ein kleiner Vorteil. Taktikmäßig zuletzt, Hubert hat es eben rausschießen lassen, auch hinterm Auto. Gut begonnen, das kann ich mir erinnern, war auch zu Beginn der Saison schon einmal der Fall. Und dann war sie zum Schluss aber nicht mehr einsatzbereit. Eigentlich kennt man es umgekehrt von mir, dass sie dann zum Schluss stark aufkommt, während sie davor viel verloren hat. Muss man sich vielleicht dazwischen halt dosieren, beziehungsweise lässt er halt möglicherweise einen gewähren? Na gut, letztes Mal war nur Passagier da, hat sie von alleine begonnen und ist losgeschossen. Da war sie nicht haltbar und von daher hat sich dann natürlich auch letzte Meter bis eingegraben, weil ihr natürlich Kraft gefehlt hat. Aber heute aus dem Band, da muss man schon was riskieren. Wenn man schon gut wegkommen kann als erster Linksdreher, dann muss man schon fahren. Und sie ist wie so ruhiger aus dem Band und ich denke mal, wenn sie wirklich das Kommando gut wegkriegt, können wir auch in Front kommen und dann müssen wir das Tempo hochhalten und schauen, dass wir auf 2,6 auch heimkommen. Das heißt, du schließt deinen Sieg nicht komplett aus? Nein. Präsidentenpreis 2024, erste Zuchtrennen des Jahres mit 2 Teilnehmern und beide nicht mit den optimalen Startnummern. Bauer Adam mit der Conny schon gar nicht. 5. Rechtsdreher, 4. links wird es wahrscheinlich auch nicht ändern. Generell aber finde ich das Rennen sehr ausgeglichen. Chance, und da gilt es eben die Startphase abzuwarten, Chance im Prinzip für alle Teilnehmer da gutes Geld zu bekommen, auch für den Bauer Adam. Vielleicht ja, aber generell ist zu sagen, ein Rennen mit 8 aus einem Band und 3 Linksdreher und so weiter, ist eigentlich von Haus aus ein Rennen, das man so nicht will. Kiwi Six Sense, Bänderstart abrupt ist er schon, hat einen guten Start hingelegt, damals allerdings andere Voraussetzungen gehabt, da war es dann nämlich der 2. Rechtsdreher, der 2. Linksdreher. Links-Rechts drehen bei ihm Unterschied? Es ist egal, aber zu viele drehen. Das ist kein Rennen an sich, wie man es haben will. Ich sage es noch einmal, weil das sollte auch überdenkt werden. 8 in einem Band, das geht einfach nicht. Und die beste Startposition, die beste Ausgangsposition hat Abacus Prime. Der ist alleine und ich traue mir zu wetten, wenn er glatt rausläuft aus dem Band, dann gibt es 3 Schritte. Und er ist an den Vorderen dabei. Er muss aufpassen, dass er nicht auffährt, denn von vorne werden ja doch einige nicht wegkommen. Und wie gesagt, ich finde das Rennen generell einfach nicht schön. Das heißt, du wirst es auch nicht großartig aus einschätzen, dass die Pferde es können, wissen wir. Und alles andere ist mehr oder weniger eigentlich fast eine Glückssache. Was soll man einschätzen? Das Problem ist, dass man dann mit den Besitzern auszufechten hat. Jetzt zahlen die Leute dafür so ein Zuchtrennen jahrelang ein und dann stehen sie am Start auf einer hoffnungslosen Position. Ich finde ich nicht sinnvoll. Das gehört überdacht. Ich denke, da muss man auch einmal ein ernstes Wort mit den Verantwortlichen sprechen. 7. Rennen des Tages, Haupt
Ereignis und erste Zuchtrennen des Jahres mit Abacus Prime gibst du 20 Meter vor. Der Gerhard Meyer hat gesagt, er äußert sich jetzt nicht großartig zu dem Rennen, weil das einzige Manko, was du hast, du gibst keine 20 vor. Das einzige Manko, was du hast, du könntest vielleicht in Gefahr besteht, dass du irgendwo auffährst. Das heißt, die 20 Meter mit 8 Pferden im ersten Band sind eigentlich eine zweite Reihe, oder? Ja, 20 Meter sind trotzdem 20 Meter. Wie du schon gesagt hast, es wird 8 Pferde im ersten Band. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, dass ich bald ans Feld rankomme. Es ist ja auf 2600 Meter, also da hat man nicht alles Stress am Start schon. Und dann wird man sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Abacus Prime, ähnlicher Typ, den wir schon besprochen haben im Amateurrennen mit My Sunrise. Abacus Prime eigentlich ein ähnlicher Typ, da ja die letzte Platzierung auch so zu analysieren. Kleberige Bahn, dazwischen langsam und eigentlich der Typ Dauerläufer, dass ihm das nicht so gepasst hat und das eigentlich seine einzige vom Ergebnis her schwache Leistung. Ja, eigentlich war es eine schlechte Leistung vom Papier jetzt her, aber auch da war in demselben Rennen drin wie mit Mais Andres und da war das Rennen nicht so extrem unterwegs, so extrem langsam, die letzte halbe schnell. Das will er auch nicht. Also er ist auch eher ein schönes, zügiges Rennen, ein gleichmäßiges, ist ihm auch lieber. 2600 Meter, du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen. Das heißt, selbst wenn du jetzt am Start, was trotzdem auszugehen ist, jetzt nicht die gute Position hast, wirst du dann zwischendurch vorwärts fahren? Ja, wenn sich das Rennen irgendwie schlechter oder langsam entwickelt, dann kann man ja unterwegs einmal schauen, eine bessere Position holen. Was auf 2,6 sehr wahrscheinlich sein wird, dass es zwischendurch langsam wird. Ich denke auch. Also, und wie gesagt, 2,6 hat man nicht allzu Stress, da kann man unterwegs auch einmal fahren. Siebte Rennen des Tages, erste Zuchtrennen, erste quasi Highlight in den Jahrgangsrennen mit dem Präsidentenpreis Black Moon mit fast perfekter Ausgangslage. Ich glaube, schlecht hätte man sich erwischen können, aber ja. Das nützt nichts, man muss das Beste daraus machen und schauen, dass man halbwegs vom Start wegkommt. Aber das wird schon ein ziemlich großes Handicap sein. Gibt es außer den Nummern 1 und 2 überhaupt bei einem Behinderstart mit 8 Pferden eine gute Ausgangslage? Ja, vielleicht die 8 auch noch, wenn man ein bisschen mit Schwung wegkommt, aber sonst wird schon ganz schön schwierig die ganze Sache. Leistungen von Black Moon, eine in Wales, haben wir schon zuletzt besprochen, müde gelaufen. Ist entschuldigt, ansonsten waren die Leistungen ja top. Was für ein Ergebnis erwartest du heute von ihm, vorausgesetzt, Start funktioniert halbwegs? Vorausgesetzt, der Start funktioniert halbwegs, dann sehe ich schon als Mitfavorit, definitiv. Zweite Farbe im Rennen, Lovely Victory. Wales, Ergebnis enttäuschend. Ich glaube, liegt aber daran, großes Pferd, wohl gefühlt hat er sich jetzt von meinem äußeren Eindruck nicht wirklich. Nein, also mit den Bögen, da hat er ziemlich zu kämpfen gehabt. Da hat er schon selber vom vorm Bogen, im Bogen das Tempo rausgenommen und das war jetzt nicht seine Bahn, aber er ist gut drauf. Das mit dem Galopp, da ist er im ersten Bogen übergangen. Der wurde ein bisschen zu übereifrig auf 1600 Meter und ja, war ein scharfes Tempo in den ersten Bogen rein. Er ist nach wie vor gut drauf und sollte auch eine gute Rolle spielen. Gute Rolle. Gibst du da dem Matthias was mit? Eventuell vielleicht ein bisschen defensiver fahren auf 2,6, weil ist ja doch einer, der sich dann, wenn er vorne ist, vielleicht zu sehr aufbaut, zu viel will. Das heißt, gibst du ihm da was mit oder sagst du, er soll nach Gefühl fahren? Na, ich glaube, dass er aus den Bändern jetzt nicht so, wenn er vorne ist, viel will. Dass er, glaube ich, schön zu fahren ist und der Wetter nicht so hitzig wie hinter dem Auto. Und der Matthias weiß schon, wie das machen soll. Der hat gesagt, er hat sich die Rennen angeschaut, die anderen, also die letzten. Und der wird sich schon einen Plan machen. Fazit dieses ersten Zuchtrennens: beide mit Top-Chancen, aber die Startphase, das Fragezeichen. Genau so ist. Siebte Rennen des Tages, Zuchtrennen im Präsidentenpreis. Look at me, hast du dir ein, da du ja kein quasi Proberennen fahren hast können, noch eines gewünscht? Das war auch nicht wie gewünscht, weil das hat im ersten Bogen geendet. Das heißt, die Vorbereitung auf dieses Rennen
glaube ich, waren nicht so wie erhofft. Ja, die Generalproben sind leider nicht geglückt. Letztes Mal wieder ein Fehler eingestreut. Das ist der Look at me halt ziemlich jetzt ein bisschen schon erinnert an die Vorjahrsleistungen, wo das ja auch öfters gehabt hat. Ich hoffe, dass ihm das heute nicht einfällt. Obwohl das natürlich jetzt bei diesem Bänderstart ein Riesenproblem werden wird, nicht nur für mich, auch für die anderen. Da wird es ganz schön zugehen im ersten Band. Was ist ihm zuzutrauen, wenn alles halbwegs funktioniert? Weil ich glaube, mit allen Aktiven, die ich gesprochen habe, die sehen das natürlich problematisch mit auch Pferden. Und es ist auch problematisch. Was erwartest du dann von ihm, wenn alles funktioniert? Ja, als erstes möchte ich mal sagen, dass der Generalsekretär das schon probiert hat, einen Autostart rauszumachen. Er hat sämtliche Fahrer befragt. Aber natürlich, wenn sich jetzt ein oder zwei dagegen wehren, hat er gesagt, dass wir Bänderstadt fahren müssen. So ist es auch geblieben. Irgendwelche Fahrer haben gesagt, nein, wir fahren lieber Bänderstadt. Und ist einmal so, ja, wenn er glatt geht und Distanz ist eigentlich gut für ihn, ja, rechnen wir schon aus. Zumindest, dass jetzt der sagen wir zwischen 1 und 5, das sind ziemlich viele gleichwertige Pferde drinnen und eben der Start wird viel ausschlaggebend sein, aber er ist auf jeden Fall in der Chance, da weit vorne zu sein.